Sind Sie pervers oder aggressiv? Leiden Sie an Pädophilie oder körperlichen Schwächen wie Bindegewebe oder Nerven? Ursache dafür könnte ein Miasma sein, das Sie durch die eigenen Ahnen erworben haben. Der homöopathische katholische Arzt Dr. I. Gero Winkelmann empfiehlt die Behandlung mit klassischer Homöopathie auch und gerade in Sonderfällen, zum Beispiel bei unguten sexuellen Neigungen und Charakterstörungen. Als ausgebildeter homöopathischer Arzt ist Dr. I. Gero Winkelmann informiert und überzeugt, dass die homöopathische Heilweise seriös und bei psychischen Auffälligkeiten geeignet ist. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mit freundlicher Empfehlung. Dr. I. Gero Winkelmann, Leiter der Ärztevereinigung Bund Katholischer Ärzte. Jo, willkommen zu Man glaubt es nicht. Hier ist wieder der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder ja, gebt uns 5 Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Besonders freuen wir uns über eine kurze schriftliche Bewertung. Wir glauben, naja, dann finden uns die Leute einfacher. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Martina, hallo Till. Hallo Oliver. Hallo. Martina, wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,70. Und Oliver, du darfst auch mit den Maßen deines Podcast-Avatars antworten. Wie schwer bist du? Das fragt man doch eine Dame nicht. Ja, deswegen sage ich, du darfst mit den Maßen deines Podcast-Avatars antworten. 74 Kilo. Und ich bin 33 Jahre alt. So, jetzt haben wir 3 Zahlen und 3 Größen. Gewicht, Länge und Zeit. Und die Frage ist, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich Zeit? Gewicht? Größe? Ja, Zeit. Ich bin 33 Länge. Jahre. Ist eine Ach so, Zeitspanne. Ja, okay. Oder eine Zeitspanne. Ne? Gewicht, was ist das? Was ist eigentlich ein Kilo? Was ist eigentlich ein Meter? Was ist eigentlich ein Jahr oder eine Sekunde? Was ist das eigentlich? Das habe ich mich letztens gefragt. Und da bin ich auf was gestoßen, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar fange ich mal mit dem Kilo an. Da haben die Leute sich natürlich schon länger wegen Handel und dies und das gefragt, was ist eigentlich ein Kilo und wie bestimmt man jetzt ein Gewicht und sollen wir nicht alle mal das Gleiche nehmen? Und da hat man sich 1799 gedacht, wir machen das so, 1 Liter 4 Grad kaltes Wasser ist genau 1 Kilo. Und zwar 4 Grad kalt, weil Wasser hat ja diese, das verändert ja mit der Temperatur seine Dichte, ne? Und wenn man 1 Liter Wasser, das ist ja ein bestimmtes Volumen, bei 4 Grad hat, ist es am schwersten. Und dann haben die gesagt, okay, 1 Liter Wasser bei 4 Grad, das ist 1 Kilo. Und dann haben die gesagt, das mit dem Wasser, das ist 1 Kilogramm. Mhm. So, das haben die so festgelegt. Und dann haben die gesagt, ja, das mit dem Wasser ist ein bisschen doof. Dann haben die so einen Metallzylinder gebaut, der halt 1 Kilo wiegt. Und den haben die in Paris in den Tresor gestopft. Und haben gesagt, so, das ist jetzt das Kilo, das ist aus Metall. Und wer wissen will, ob sein Kilogewicht auf dem Markt auch das Kilo ist, der kann hier hinkommen und das vergleichen. Wir machen schon mal so ein paar Kopien davon. Und dann ist denen aufgefallen, ja, das mit diesem Metallzylinder ist ein bisschen doof, weil der zum Beispiel Eisen, das rostet ja und über die Jahre und mit Luftfeuchtigkeit kann das halt das Gewicht verändern oder wenn man das oft anfasst oder so. Ne? Und dann haben die gesagt, pass auf, wir machen 1899, haben sie dann gesagt, wir machen so einen Metallzylinder aus einer Mischung aus Platin und Iridium. Das ist halt sehr, sehr hart und reagiert nicht so doll mit Luft. Und dann haben die diesen Platin-Iridium-Zylinder in Paris in den Keller gestellt und haben dann 6 Kopien davon gemacht und haben jedes einzelne Kilo sozusagen unter 3 Vakuumglocken getan und so. Und dann haben sie diese 6 Kopien, die haben die genau angeglichen an dieses Urkilo. Und dann dieser Tresor war dann auch klimatisiert. Und ja, da war das ganz lange so, dass also dieses Kilo, das Kilo lag dann da rum und daneben 6 Kopien. Und dann ist man davon ausgegangen, super, das ist ja für die Ewigkeit. Das kann man jetzt, also das ist immer 1 Kilo. Und die 6 Kopien haben die ab und zu rausgegeben, wenn zum Beispiel Länder auch 1 Kopie haben wollten. Und dann hat dieses Institut in Paris hat dann Kopien angefertigt, sodass wichtige Länder und Institutionen auch 1 Kilo hatten. Oh. Aber nur 1 davon ist das echte Kilo. Tilly, ich muss jedes Mal zucken, wenn du Kilo sagst. Kannst du vielleicht Kilogramm sagen? Kilogramm. Na gut, vielen Dank. Kilogramm. Das Kilo, ich nenne es das Kilo. Ja, na gut. Ja, das Kilo ist natürlich auch eine Vorsilbe, aber Kilogramm, okay, das Kilogramm. Also, ich habe auf der MDR-Webseite gefunden, da schreiben sie, das Urkilo ist ein Gramm. Sie schreiben nämlich auch Kilo.
Jetzt lass doch den Till. Ja, na gut, also, na das gut. Der MDR schreibt, das Urkilogramm ist ein 3,9 cm hoher und 3,9 cm dicker Metallzylinder, der zu 90% aus Platin und zu 10% aus Iridium besteht. Seit 1889 steht das Referenznormal für die Maßeinheit Kilogramm unter 3 Glasglocken in einem Tresor des Internationalen Büros für Maß und Gewicht, BIPM in Paris. Für die Ewigkeit, könnte man meinen. Und dann ist es nämlich so, dass die, habe ich ja schon gesagt, verschiedene Kopien hergestellt haben über die Jahre, halt an andere Länder verschickt und so. Aber nur an wichtige. Nur an wichtige. Und diese Kopien haben die nummeriert, damit man weiß, welches ist welches. Und die BRD hat zum Beispiel Kopie Nummer 52 und Nummer 70. Die DDR hatte Kopie Nummer 55 und noch eine andere, die aber im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurde. Dann war es wahrscheinlich kein Kilogramm mehr. Ja, und dann war es, seitdem gibt es die noch, die Kopie, aber die wurde downgegradet. Also es gibt so ein Hierarchiesystem bei den Kopien. Es gibt halt nur ein einziges Kilogramm. Und dann gibt es davon diese 6 wichtigsten Kopien. Und davon zieht man wieder Kopien und davon wieder. Und die Genauigkeit nimmt natürlich mit jeder Kopie ab oder mit jeder Kopiengeneration. Und deswegen wurde dieses zweite DDR-Kilogramm dann irgendwie mit einer geringeren Genauigkeit versehen, weil es im Krieg irgendwie runtergefallen ist. Keine Ahnung. Also da gab es so ein System. Haben die, das haben die behauptet, oder? Naja, also man kann das ja auch messen. Man kann das ja auch messen. Und der Witz ist, dass die... Ja, vielleicht ist mir das einfach vom Tisch gefallen. Ja, wer weiß, was im Krieg alles passiert. Genau, aber um das festzustellen... werden alle 50 Jahre, wurden diese ganzen Kopien versucht, wieder an einen Ort zu bringen und alle mit derselben Waage im selben Raum bei derselben Temperatur zu messen, um zu gucken, driftet es jetzt oder sind die alle gleich geblieben? Und es stellt, man stellt fest, dass das sogenannte Urkilogramm, also dieses eine erste wichtigste, im Vergleich zu den anderen Kopien Gewicht verloren hat. Und zwar ungefähr das, über 50 Jahre das Gewicht eines Salzkornes. Das ist ja krass. Das ist krass. Und die anderen Kopien, die haben auch so ein bisschen gedriftet. Und ich habe jetzt gesagt, das Urkilogramm ist leichter geworden. Aber man kann natürlich eigentlich gar nicht sagen, ist jetzt das eine schwerer geworden oder das andere leichter. Weil du kannst ja nur vergleichen, diese 6 Kopien oder 40 Kopien oder wie viele Kopien du hast. Und du kannst im Endeffekt gar nicht sagen, ob jetzt eins leichter geworden ist oder eins schwerer geworden. Du kannst nur sagen, dass die alle auseinander gedriftet sind. Und zwar signifikant, sodass die Mess... die Genauigkeit ausreicht, um das festzustellen. Und keiner, da weiß bis heute tatsächlich, weiß man nicht, warum diese Gewichte sich ändern. Aber man hat es festgestellt und das, natürlich ist das irgendwie ein Problem. Ne? Also insgesamt hat das BIPM in Paris über die Jahre 84 von diesen Kopien hergestellt. Und zweimal wurden die dann alle zusammengewogen und wurde immer wieder diese Drift neu festgestellt. Und ja, welches Kilo ist jetzt noch das echte? Ist es nur per Definition, war das eine halt das Kilo und alle anderen nicht. Darf ich was dazwischen fragen? Ja, unbedingt. Also man muss ja immer die, das Beverly-Crusher-Argument mit überlegen. Gehen wir mal davon aus, dass mit mir alles stimmt. Kann es dann sein, dass mit dem Universum was nicht in Ordnung ist? Also ich da so jetzt, dass sich da die Naturkonstanten geändert hat, kann nicht sein. Also das wäre komisch und außerdem ist es ja so, dass die verschiedenen Kopien verschieden sich verändert haben. Also die natürlich. Einen hoch, die anderen runter, die anderen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Kann nicht. Und wenn das Universum sich so ändern würde, würde man ja erwarten, dass sich alles irgendwie in eine ähnliche Richtung zumindest merken. Und nicht ja, so auseinander. Okay. Naja gut. So viel erstmal. Wir wissen jetzt, okay, es gab lange Zeit dieses Urkilo. Und was lustigerweise hat das lustige Implikationen, weil man sagen kann, es gibt eigentlich nur ein einziges Kilogramm und das ist halt dieses allererste. Und das ist per Definition das Kilogramm. So, und war mir nicht klar, dass das so willkürlich ist. Mhm. Ja, aber Moment. Aber können die nicht alle gegen dieses 4 Grad kalte Wasser gemessen werden? Ja, das ist noch ungenauer. Um das hinzukriegen, und da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Ding, um das mit dem Wasser hinzukriegen, musst du ja erstmal wissen, was ein Meter ist. Weil wie will man einen Liter bestimmen? Liter. Ein Liter Wasser wird ja dadurch bestimmt, dass es 10 mal 10 mal 10 Zentimeter sind. Ja, ja. Da müsstest du also erstmal eine sehr genaue Definition vom Zentimeter haben. Ich lerne heute unendlich viel. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Meter. Was ist eigentlich ein Meter? Was ist die Meter? Das hat eine erstaunlich ähnliche Geschichte wie das Urkilogramm, hat der Urmeter. Also man hat irgendwann natürlich auch da gemerkt, das ist doof, so eine Elle und einen Fuß und alles Mögliche zu haben. Und dann sind das bei verschiedenen Menschen anders. Also haben wir gesagt, wir brauchen ein Ding. Und dann haben die nach dem Namen gesucht, wie der zustande gekommen ist. Das ist noch eine andere Geschichte, ist aber egal. Man hat es Meter genannt und dann haben die gesagt, was soll es sein? Es sollte sein, das 10-Millionstel der Entfernung vom Nordpol zum Äquator auf der Linie, die durch Paris geht.
Was haben die denn immer mit Paris da? Ja, das Paris war halt super wichtig und da ist halt dieses Institut BIPM, was irgendwie geschichtlich so eine richtige, wichtige Rolle spielt. Okay. So, und die Platzhirsche. Und dann, okay, der 10-millionste Teil der Entfernung vom Nordpol zum Äquator auf der Linie, die durch Paris geht. So, dann haben die Expeditionen losgeschickt, weil du musst das natürlich erstmal messen dann. Also du musst irgendwie Leute losschicken, die das vermessen in der echten Welt. Das ist natürlich eine völlig verrückte Expedition, weil du über Meere und über Länder und über Berge und Täler so, okay, wow. Haben sie vielleicht nicht drüber nachgedacht vorher? Und zwischendurch, naja, also das ist der Versuch, das irgendwie zu machen. Und Franzosen halt. Ja, Franzosen. Und dann gab es verschiedene Irrungen und Wirrungen, Kriege und was die Franzosen immer so machen, Streiks wahrscheinlich, die verschiedene Expeditionen auch aufgehalten haben und irgendwann hat man 1795 hat man einen ersten Prototyp des Meters aus Messing gefertigt. Das war also praktisch ein Stab aus Messing. Da hat man zwei Katschen drauf gemacht und dann. Und nach diesen ganzen Expeditionen haben wir gesagt, das ist es jetzt. Und vorher war das Maß der Pariser Faden, also man hat irgend so ein anderes Maß gehabt. Und das hat man dann aber durch 10 Millionen geteilt. Und dann hatte man so einen Messing-Prototyp, der halt genau das 10-millionstel dieser Messung damals war. Und dann hat man auch bei dieser Messing-Prototyp, natürlich hat man in den Tresor getan und möglichst immer dieselbe Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Aber Messing ist halt auch nicht so ein geiles Material. Da hat man 1799, also 50 Jahre später, 40 Jahre später, hat man dann gesagt, okay, 95, 99, 4 Jahre später. Hat man das messen. Dann auch aus Platin gebastelt, weil Platin halt nicht so reagiert. Und dann 1889 hat man es aus Platin-Iridium gemacht, so wie das Urkilogramm, ja, also diese, weil das ein bisschen härter ist. Und da ist der Gedanke, wenn man Iridium beimischt und das Material härter wird, dann nutzt sich das nicht so ab, wenn man mit Messgeräten daran rumfummelt. Weil was nützt dir dieses Meter? Du musst ja irgendein anderes Gerät daran anlegen, um dieses Meter zu kopieren, um daraus wieder Kopien zu erstellen. Sonst nützt es ja nichts, wenn es im Tresor in Paris einfach nur bleibt. Ne? So, also seit 1889, also das dritte Urmeter aus Platinum, Iridium und der Stab war so X-förmig, damit es gegen Verbiegen auch. Und dann haben die sich gedacht, ja, wenn es verbiegt. Und dann gab es den Gedanken, diesen Stab an zwei Seiten aufzuhängen. Weil man dann wohl ziemlich genau berechnen kann, wie sich das mit den Jahren durchbiegt. Und dann kannst du berechnen, den Fehler einberechnen, der durch das Biegen entsteht. Also ihr merkt schon, auch wahnsinnig kompliziert und auch fehlerbehaftet. Und davon Kopien zu ziehen, ist genauso arbeitsaufwendig und ungenau wie bei dem Urkilogramm. Ne? Also, aber mit diesem, wie viel war das nochmal? Ein 100-Millionstel? 10-Millionstel. 10-Millionstel, aber da hätten die doch einfach auch beliebig irgendwie. Ja. Das also ist dieser ganze Aufwand, das stimmt doch nie im Leben. Ja, natürlich. Wenn du einfach sagst, dann so viel. Ja, genau. Ja. Aber das ist gut, dass ihr das sagt. Das ist ein bisschen langweilig. Absolut. Ne? So, auch das Kilogramm. Keine coole Geschichte. Absolut beliebige. Bei Kilogramm könnte man noch sagen, ja gut, okay, mit diesem 4 Grad, da hat man ja jemand nachgedacht, da ist das Wasser am schwersten und so. Aber das Meter wirklich absolut beliebig. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so eine Krankheit, die im 18. Jahrhundert stark verbreitet war. Oh, da waren dann Leute, die waren reich genug und hatten Langeweile. Oh, wir sind jetzt Wissenschaftler. Wir sind dabei gewesen, Wissenschaftler zu erfinden. Und dann so, also das allererste, was wir machen, ist, wir vermessen alles und teilen alles ein. Durch 1 Million. Sachen eingeteilt und aufgeteilt. Und ja, und die Expedition. Und man kann jetzt. Und nach Paris wollten sie alle. Mhm. Also müssen wir das leider ausmachen. Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja schon ein guter Zweck. So. Also irgendwie zu sagen, okay, wir müssen jetzt einmal alle uns auf ein selbes Maß einigen. Beim Handeln super. Und auch in der Wissenschaft. Ja, aber ich glaube, dieses leicht Absurde ist halt aus der Zeit geboren. Ja, dass das dann auch schöne Zahlen sein soll. Genau, das war nette Verhältnisse und so. Ne? Und so eine absurde Messung. Ich hätte vom einen Platz in Paris zum anderen Platz in Paris messen können. Und das durch 100 Teile. Ja, natürlich. Genau. So, also ihr merkt schon, die Hauptprobleme sind, dass diese Urmeter und Urkilos und so, die man da hatte, so diese Urmaße halt driften und man weiß nicht wie, dann ist das Problem der Verfügbarkeit. Also nur Paris hat das und die Reproduzierbarkeit ist natürlich auch schwierig, weil du musst sehr genau zu Werke gehen und keiner kann hinterher sagen, ob die Reproduzierbarkeit, also ob du es gut gemacht hast oder schlecht, eine Weile hat es dann funktioniert, dann driftet es wieder. So, das sind so die Hauptprobleme. Und deswegen komme ich jetzt nochmal zurück zum Kilogramm. Also danach hat sich natürlich dieses ganze wissenschaftliche System aufgebaut und diese Maße hat man dann einfach benutzt und für die hat man dann einfach in den Alltag integriert. Die sind ja nicht mehr wegzudenken aus unserer heutigen Welt. Ne? Und deswegen, weil die sich so festgesetzt haben, haben die dann eine lange Geschichte weitergelebt. So, aber natürlich haben die Wissenschaftler sich gedacht, okay, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Und dann gab es zwei Ansätze für eine neue Definition des Kilogramms, des Kilo,
des Kilogramms. Mhm. Die miteinander, die waren im Wettstreit miteinander, diese beiden Ansätze für eine neue Definition. Und das BIPM, was immer noch heutzutage so eine Institution ist, die halt international Maße regelt, die hat halt so gewisse Voraussetzungen festgelegt, was eine Definition leisten muss, damit die taugt. Und dann hatten die ein paar Jahre Zeit, um ihre Definitionen auszuarbeiten und auch experimentell irgendwie zu sichern. Und ich stelle euch jetzt mal die beiden Ideen vor, die die Leute hatten, um das Kilo neu zu definieren. Ich kann schon mal verraten, 2019 kam es zu einer Neudefinition des Kilogramms. So, der erste Ansatz kam aus der Chemie. Da geht es um Avogadros Konstante. Das ist eine Zahl, die beschreibt, wie viele Atome in einem bestimmten Volumen sind. Und die Idee ist, ich stelle eine Kugel her aus einem Kristall, von dem ich genau weiß, welcher Abstand die Atome in dem Kristallgitter haben. Und dann mache ich die Kugel sehr, sehr genau auf eine bestimmte Größe. Und dann kann ich sagen, wie viele Atome sind da drin. Und dann kann ich die, dann kann ich bestimmen, was die Masse ist. Ne? Und dann weiß ich das Gewicht. Und daraus kann man dann das Kilo ableiten. So wäre im Groben diese Idee. Okay. Und das Schwierige ist natürlich, einen Kristall zu finden, der nur aus einem Atom besteht und nicht noch verschiedene Isotope, sondern wirklich nur, also die haben in dem Experiment, was sie gemacht haben, Silizium-28 genommen. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, nur Silizium-28 und nicht noch Silizium-29 oder 27, sondern das so hoch reinzumachen. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, dass nicht noch irgendwelche ganz anderen Stoffe da drin sind. Dann ist es super schwierig, den Kristall so zu züchten, dass der in der Struktur perfekt ist und nicht, manchmal gibt es ja so Kristalle, wo dieses würfelartige Muster dann so ein bisschen schief ist oder krumm oder so. Und also den so perfekt zu züchten. Und dann die dritte Schwierigkeit ist natürlich, diesen Ball, den man dann erzeugt hat, ganz genau rund zu kriegen und in ganz genauen Maßen herzustellen. Also muss man dann mit Lasern den Durchmesser messen und so weiter. So, das war der eine Ansatz. Also, um es kurz zu sagen, Atome zählen über die Avogadro-Konstante. Und der andere Ansatz geht über das Planck'sche Wirkungsquantum H. Da fragt man sich natürlich jetzt um die Zeit, was hat jetzt H mit dem Kilogramm zu tun? Was ist überhaupt H? H beschreibt die Energie, also nein, es ist ein bisschen kompliziert. Die Gleichung, die man zu H wissen muss, ist E gleich H mal F. Also E ist die Energie, H ist diese Konstante und F ist die Frequenz von einem gewissen Elektron. Wenn man jetzt die Frequenz von einem Elektron kennt und das mal H multipliziert, weiß man, wie viel Energie das Elektron hat. So, das hat jetzt erstmal noch nichts mit dem Kilogramm zu tun, sondern mit Elektronen und Frequenzen und Energie. Aber es gibt eine zweite Gleichung, die ihr sicherlich alle kennt. E gleich mc Quadrat von Einstein. Also Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. So, und wenn man jetzt das E weglässt, dann kommt man zu H mal F gleich mc Quadrat. Also dieses komische Planck'sche Ding, H mal F gleich mc Quadrat. Und jetzt sieht man schon, in der Gleichung taucht endlich das M auf, also eine Masse. Das heißt, wenn man das weiter umstellt, kann man die Masse ausrechnen, wenn man die Lichtgeschwindigkeit kennt, H, diese Konstante hat, und die Frequenz von einem Elektron kennt. Also und dann fragt man sich jetzt, okay, wie genau kriegt man das zur Anwendung? Also mich wundert überhaupt nicht, dass Sie dafür 120 Jahre gebraucht haben. Ja, genau. diese Planck'sche Konstante ist halt so, dieses H ist halt eine physikalische Konstante. Man sagt, das ändert sich nicht. Das ist halt eine Konstante, die ist im ganzen Weltall gleich und also die verändert sich niemals. Nicht mit der Zeit und nicht mit dem Ort. Die ist halt eine Konstante. Und deswegen kann man jetzt mit einer komplizierten Apparatur, weil man H kennt, Gewichte messen. Und was man gemacht hat, ist mit einer sogenannten, wer das genauer wissen will, kann das googeln, Wattwaage oder Kibbelwaage. Da nimmt man eins von diesen wahnsinnig genauen Kilogramm-Kopien, die man hat, und hängt das in eine Waage und auf der anderen Seite macht man eine Spule und dann misst man, wie viel Strom ich in der Spule brauche, um so die Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Also auf der einen Seite hängt das Kilo dran und auf der anderen Seite eine Spule und in einem Magnetfeld und jetzt jagt man Strom durch die Spule und kriegt dadurch die Waage ins Gleichgewicht und indem man misst, wie viel Strom brauche ich jetzt in der Spule, um dieses eine Kilogramm Gewicht genau ins Gleichgewicht zu bringen, kannst du ausrechnen, was H genau ist. Kannst du H ganz genau messen. Du kannst also dieses H ganz genau messen. Und das haben die auf verschiedenen Stellen der Erde gemacht, mit wahnsinnig komplizierten Versuchsaufbauten im Vakuum. Und damit das funktioniert, muss man an der Stelle genau die Erdbeschleunigung kennen. Dann haben die, bevor die das Experiment aufgebaut haben, haben die in den Laboren erstmal die Erdbeschleunigung gemessen. Und dann haben sie das Experiment da aufgebaut. Und dann haben sie wahnsinnig genau H bestimmt. Okay. Und jetzt kommt der Trick.
Dann haben sie gesagt, okay, das, jetzt setzen wir Haar fest. Jetzt haben wir so genau gemessen, wie es geht mit diesem Pariser Kilogramm. Jetzt definieren wir Haar als fest und unveränderlich. Das ist der Wert, den wir für Haar gefunden haben. Und ab da, ab dem Zeitpunkt, war das Pariser Kilogramm nicht mehr das Kilogramm, sondern nur noch eine sehr genaue Annäherung. Weil jetzt die Waage rückwärts funktioniert. Jetzt kennst du halt Haar. Und wenn du jetzt das, irgendein beliebiges Gewicht in diese Waage hängst, kannst du halt, weil du Haar kennst, jetzt irgendwelche Gewichte wiegen. Stellt sich natürlich raus, das Pariser Gewicht, was man da reinhängt, ist jetzt fast sehr genau ein Kilo, weil so hat man es ja definiert, aber jetzt ist es sozusagen rückwärts. Versteht ihr, was ich meine? Also zuerst macht man einen Versuchsaufbau, mit dem man so genau wie möglich versucht, Haar rauszufinden, indem man das Pariser Kilogramm in ein Magnetfeld hängt. Dann sagt man, okay, jetzt haben wir Haar gefunden, jetzt ist das unser Haar, das wird sich niemals mehr ändern. Nochmal Haar? Haar ist das Planck'sche, die Planck'sche Konstante. Haar. Aber die hängt doch nicht an dem Gewicht des Kilogramms. Nein, aber um Haar zu messen, brauchst du dieses Kilogramm. Dann hängst du das in deine Versuchsvorrichtung und gibst dir wahnsinnig viel Mühe und misst Haar. Du bestimmst jetzt Haar. Und okay, dann sagst du so, jetzt habe ich Haar, dann setze ich das fest, definierst, okay, Haar, das ist jetzt, das ist es. Punkt. Aber du hast doch gerade gesagt, es ist eine Naturkonstante, die kannst du doch nicht festsetzen. Nee, die kannst du nicht festsetzen, aber die kannst du messen. Und dann hast du sie gemessen und dann sagst du so, jetzt nenne ich die, jetzt bleibt das, ist es das. Okay. Jetzt setze ich sie aber doch fest. Jetzt nenne ich sie, jetzt setze ich sie einfach ist fest. Das, ist das nicht M? Ist das nicht eher M? Nein, du hast jetzt H, du hast jetzt eine ganz andere Größe wie festgesetzt. So. Und jetzt kannst du in diese Waage alle möglichen Gewichte reinhängen. Aber Martina, hier ist noch ein Korn. Moment mal, die Gleichung war doch M? Genau. Diese Waage ist wahnsinnig kompliziert. Da kommt irgendwo auch das M vor und so weiter. Ne? Was das Wichtige ist, dass du, ich wollte erklären, dass es wie das H, also dieses Planck'sche Quantum, zusammenhängt mit der, wie man daraus die Masse bestimmen kann oder wie man mit dem Hilfe einer Masse H berechnen kann. Und das sind halt zwei Vorgänge, die rückwärts sind. So. Entweder du bestimmst mit einer Hilfe einer Masse, bestimmst du halt die Zahl für H, oder du sagst, H ist das und das. Und dann kannst du halt Gewichte bestimmen mit derselben Waage. So, und das haben die halt gemacht. Mhm. Die haben erst sich wahnsinnig viele Jahre Mühe gegeben, Haar genauso wie möglich zu messen, indem die dieses Pariser Gewicht in ihre Vorrichtung gesetzt haben. Und dann haben sie Haar ganz genau gemessen. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt haben wir Haar. Und dann kannst du mit derselben Waage auf einmal, wenn Haar festgelegt ist, Gewichte bestimmen. So. Und diese Definition hat sich dann durchgesetzt, 2019, für das Kilogramm. Jetzt haben wir also seit 2019 eine andere Definition für das Kilogramm, und zwar eine Definition für das Kilogramm, die mit diesem H zusammenhängt. Und das H ist halt, weil das eine Konstante ist im ganzen Universum, wird sich das niemals ändern. Das heißt, dieser Schritt ist weg von einem menschlich gebastelten Artefakt hin zu einer Naturkonstante, die halt immer und überall denselben Wert hat. Jede Zivilisation auf jedem Planeten, ganzen Universum kann sich Mühe geben und H nachmessen. Die werden immer auf denselben Wert kommen. Das ist der Vorteil. Und wenn du H einmal hast, kannst du jetzt mit dieser neuen Definition für das Kilogramm jedes Gewicht bestimmen. Wie ist denn der Wert von H? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben. Können wir ja googeln. Ja, oder das kann per Ecosia nachgucken. Genau. So, also wir haben jetzt den Schritt gemacht, weg von einem menschlichen Artefakt, was irgendwelche Ingenieure in Paris in den Tresor gesperrt haben, hin zu einer Definition des Kilos, was über eine universale physikalische Konstante geht. Das heißt, jeder auf der Erde auch kann sich selber so ein Kilogramm bauen. Der muss halt nur in diese komische Waage basteln. Er kennt H, weil das ist überall bekannt. H ist halt einfach diese Konstante. Das heißt, jeder, der will, mit viel Aufwand, kann sich jetzt ein Kilogramm basteln. Und die Zukunft wird zeigen, wenn unsere Geräte genauer werden, wird dieses Kilogramm, was wir daraus basteln, auch immer genauer. Das war ja bei dem anderen Kilogramm umgekehrt. Bei dem Kilogramm, was ein Metallding war, wurden die Kopien immer ungenauer. Und selbst das Urkilo wurde immer ungenauer. Jetzt ist es umgekehrt. Dadurch, dass wir es durch eine Konstante definiert haben, werden unsere Kilogramms in Zukunft immer nur noch genauer. Und es ist auch demokratisiert, weil jeder kann es sich basteln. So, jetzt gibt es natürlich noch andere Maße, wie zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit oder Geschwindigkeit oder Zeitspanne. Und seit 2019, also ich habe das jetzt am Beispiel von dem Kilogramm gemacht, aber seit 2019 sind alle Größen, die wir haben, nicht mehr durch menschliche Artefakte definiert, sondern durch Naturkonstanten. Alle Größen, was meine ich damit? Damit meine ich das sogenannte SI-System. Das SI-System ist, das sind 7 Basisgrößen, mit denen man eigentlich das ganze Universum
wiegen, messen, beschreiben kann. Also die sieben Größen kennt ihr alle. Es ist zum Beispiel die Sekunde für die Zeit, der Meter für die Länge, das Kilogramm für die Masse. Dann gibt es Ampere für die elektrische Stromstärke, Kelvin für die Temperatur, das Mol für die Stoffmenge, also wir denken an die Avogadro-Zahl, und die Größe Candela für die Lichtstärke. Und das sind jetzt sieben Basisgrößen, die alle eine Definition haben, die auf entweder einer Naturkonstante beruht oder auf einer anderen von diesen sieben Basisgrößen. Und mit diesen sieben Basisgrößen können wir alle anderen Größen, die wir kennen, zum Beispiel Kalorien oder Energie oder Radioaktivität, Leistung, Druck, Kraft, alles, was man so kennt, kann man aus diesen sieben Basisgrößen herstellen. Und das sind die sieben Basisgrößen, mit denen wir das ganze Universum beschreiben. Und seit 2019 sind all diese Basisgrößen, wie gesagt, auf Naturkonstanten basiert, die für alle Leute gleich sind. Voll gut. Und ist das nur für das metrische System oder sind die Imperial Measures, also genau, die in den USA verwendet werden, auch da drin? Darauf komme ich auch gleich noch. Okay, na gut. Vorher wollte ich noch sagen, also zum Beispiel die Sekunde, jetzt war ich gerade bei der Sekunde, die Sekunde ist definiert als so und so viel Mal der Übergang von, es gibt so ein Cäsiumatom, das hat zwei Zustände und wenn man das anregt, geht das von dem einen Zustand in den anderen Zustand und das braucht halt eine gewisse Zeitspanne und so oft diese Zeitspanne ist halt eine Sekunde. Und das ist halt ein Experiment, das kann jeder auch auf der Welt machen, genau wie mit dem Kilogramm, das ist ein Experiment, da guckst du ja halt dieses komische Cäsiumatom an, regst das an und dann kommt dieser Übergang von einem zum anderen Zustand. Das kann jeder in einem Labor auf der Welt nachprüfen und kann dann eine Sekunde messen. Und jetzt ist das halt eine ganz bestimmte Zahl von Übergängen, die dieses Cäsiumatom macht. Und wenn du die hast, dann ist eine Sekunde voll. So, und jetzt fragt man sich, okay, warum ist es gerade die Anzahl von Übergängen? Das könnte ja auch einfach, das ist eine ganz krumme Zahl, so. Es könnte ja auch einfach sagen, 1 Million. Dann wäre die Sekunde halt ein bisschen anders. Und der Witz ist, ja, das könnte man machen. Man hat es nur so gemacht, dass wir irgendwie mit den althergebrachten historischen Größen weiterhin klarkommen. Die Sekunde hat sich seit dieser Definition tatsächlich ein bisschen geändert. Aber so wenig, dass uns das im Alltag und für unsere Uhren und Handys einfach keine Rolle spielt. Und genauso bei Meter. Also man hätte natürlich auch den, haben wir ja eben schon gesagt, nicht den allmillionsten Teil, sondern auch den hundertsten Teil oder irgendwas nehmen können. Und bei der Definition von dem Meter, was jetzt durch die Lichtgeschwindigkeit und die Sekunde definiert ist, und die Sekunde ist ja, wie gesagt, so und so viele Cäsium-Übergänge, das hätte man natürlich auch ganz anders machen können, wäre man halt auf ein anderes Meter gekommen. Also wäre eigentlich total egal. Aber man wollte halt bei dem alten Meter so nicht wie möglich dranbleiben, sodass die Leute halt nicht all ihre Zollstöcke neu kaufen müssen. Und auch so, man baut ja über die Jahre so ein Gefühl dafür, auf was ist ein Meter? Du bist 1,70 Meter, habe ich es ungefähr in Vorstellung und so, dass man das nicht ändern muss. Deswegen hat man dann gesagt, okay, das sind halt 1.237.000 Übergänge, damit die Sekunde ungefähr die Sekunde bleibt und das Meter ungefähr das Meter bleibt. Also ihr merkt schon, das ist eigentlich die Einheiten, die wir heute haben, sind willkürlich, ja. Also die könnten auch ganz anders sein. Das Meter könnte kürzer oder länger sein, die Sekunde könnte kürzer oder länger sein. Wichtig ist halt, dass wenn wir unsere Definition von der Sekunde irgendeinem Außerirdischen sagen, dann wird er auch die Sekunde nachbauen können, die wir jetzt haben. Weil wenn wir sagen, es sind so und so viele Millionen Übergänge von diesem Cäsiumatom, dann kann er das halt auch machen. Dann würde er auch genau unsere Sekunde haben. Wie lang genau unsere Sekunde jetzt ist, spielt da nur für uns eine Rolle. Wichtig ist halt, dass die Sekunde auf einer Größe definiert, die jeder überall im ganzen Universum immer reproduzieren kann. Also auf Naturkonstanten basiert. So, jetzt ist natürlich die allergrößte Frage, sind die Konstanten überhaupt wirklich konstant? Bleiben die konstant? Also wir haben einfach behauptet, wir haben bestimmte Naturkonstanten oder physikalische Konstanten, aber sind die überhaupt konstant? Wer sagt das? Ja, und das ist halt so, da ist tatsächlich, das ist Gegenstand der Wissenschaft, und ich zitiere hier mal kurz die Wikipedia, die schreibt, ob die Naturkonstanten auch über astronomische Zeiträume hinweg wirklich konstant sind, ist Gegenstand aktueller Forschung. So wurde das Licht, das vor Milliarden Jahren von Quasaren ausgesandt wurde, spektroskopisch analysiert. Eine von Anfang an umstrittene Untersuchung schien auf eine leichte Abnahme der Feinstrukturkonstante, das ist auch eine dieser Naturkonstanten, auf der irgendeine Einheit beruht, vergessen jetzt welche, um etwa 0,01 Promille im Verlauf von 10 Milliarden Jahren. Wurde aber durch spätere Resultate widerlegt. Aus Untersuchungen der kosmischen Hintergrundstrahlung ergaben sich ebenfalls kleine Anzeichen für eine zeitliche Änderung. Auch nach Daten aus der Oklo-Mine in Westafrika und so weiter und so weiter. Also ihr seht, ob diese Konstanten wirklich konstant sind, ist Gegenstand der Forschung. Aber im Moment sieht es so aus, als ob die wirklich universal physikalisch konstant sind. So, und wenn das natürlich nicht der Fall wäre, dann wäre das so ein bisschen
Ja, dann würden sich alle unsere Maße und Einheiten langsam mit dem Universum mit verändern. Ja, das wäre vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht würden wir es gar nicht merken, weil wir auch Teil des Universums sind. Ja, und wahrscheinlich werden wir da auch, also wer weiß, ob man das... Weil es auch sehr langsam geht. Genau, der Oliver hat gerade schon gesagt, was ist eigentlich mit Imperial, Zoll und Foot und Feet und Inches? Buschel, meine Buschel Lieblingsgröße. Und Gallonen, also... Stone. Eine Meile zum Beispiel sind 1760 Yards, ne? Ein Yard sind 3 Feet, 1 Foot sind 12 Inch. Und was ist denn überhaupt ein Inch? Und da muss ich euch leider enttäuschen. Es ist weder Magie noch sonst irgendwas, es ist einfach nur totaler Schwachsinn. Und ein Inch ist offiziell definiert durch, haltet euch fest, 25,4 Millimeter. Also wir sind ganz schnell wieder bei unserem super coolen SI-System, was halt nicht nur auf Naturkonstanten beruht, sondern auch noch sich zum Grundsatz gemacht hat, dass alles auf Zehnerpotenzen beruht. Also deswegen hast du gerade auch so gecringed bei Gramm, bei Kilo und Kilogramm. Mhm. Weil ein Gramm ist dann natürlich die Einheit und Kilogramm bedeutet natürlich 1000 Gramm, ne, so wie Meter, Kilometer, 1000 Meter, ne, oder Dezimeter oder Zentimeter, das ist ein Zehntel. Und was ist mit dem Buschel? Ein Buschel, genau. Und ja, wie absurd ein Buschel ist oder wie absurd eine Gallone zum Beispiel ist, kann man schon daran sehen. Ja, also ein Liter ist ja ein Kubikdezimeter. Ja? Also so 10 mal 10 mal 10 Zentimeter ist ein Liter. Also in unserem System sind Volumen und Längen direkt miteinander verbunden und immer das Zehnfache und Potenzen davon. Und bei der Gallone ist es so, das sind 277,42 Kubikzoll. Ja, also noch nicht mal deren Volumen sind irgendwelche geraden Zahlen. Also Vielfache voneinander, das gibt's nicht. Und ein Buschel, ehrlich gesagt, ich strecke die wie heißt das? Fahnen. Ich glaube, ein Buschel ist irgendwann mal definiert worden als ein Eimer, der so groß ist, dass wenn man ihn voll mit Äpfeln macht, man ihn gerade noch bequem durch die Gegend tragen kann. Lieblingsmaß. Das kannst du jedem Außerirdischen sagen, der wird auf dasselbe Maß kommen. Ja, genau. Was ist ein Apfel? Eine Naturkonstante. Mein Fazit daraus wäre, das Ganze funktioniert ja nur, wenn man davon ausgeht, dass für alle Leute und auch alle Nicht-Leute sozusagen das Universum auf eine einzige bestimmte Art und Weise existiert. Oh. Wenn man jetzt behauptet, du hast eine andere Wahrheit als ich, dann macht das alles gar keinen Sinn. Weil das fußt ja darauf, dass man sagt, die Naturkonstanten und das Universum ist auf eine bestimmte Art und Weise existiert das. Und wir versuchen uns halt so möglich daran anzunähern, wie es geht, mit der Wissenschaft, mit allen möglichen Methoden, irgendwie rauszufinden, wie ist es denn jetzt, das Universum? Und ich glaube auch, wir kommen dem langsam immer näher. Aber wenn man gar nicht davon ausgeht, dass es nur eine Art und Weise gibt, wie das Universum existiert, dann braucht man, könnte man das alles schon, das ist hinfällig. So, das ist jetzt der kleine philosophische Nicknack, warum ich über Maße erzähle in unserem Religionspodcast. Nice. Ja, voll interessant. Super. Bisschen nerdig. Aber das, voll cool. Das, also, das geht ja jedem was an. Sonst machen wir nie was Nerdiges. Und es geht jedem was an. Genau, jedem geht das was an. Jeder ist 1,73. Oder so ähnlich. Irgendeine Größe hat zumindest jeder. Und Alter. Cool, wir wissen da drauf gekommen. Ich habe mich tatsächlich, ich habe mal davon gehört, dass da irgendwo so ein Urkilogramm rumhängt und ein Urmeter. Und dann fand ich das so geil, dass die das an Fäden aufhängen, das Urmeter, weil die dann berechnen, wie doll sich das wahrscheinlich über 10 Jahre verbiegt. Und da habe ich gesagt, das ist ja eine Wahnsinnsmühe, das zu messen. Und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und da bin ich drauf gekommen, das stimmt halt, das ist halt gar nicht mehr, das ist halt gar nicht mehr das Urmeter, sondern wir haben jetzt eine andere Definition. Und dann bin ich ja so in dieses Rabbit Hole. Ja, dann wir erstmal, ja, genau. Finde ich sehr spannend. So, und wieder sind wir am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr mögt, gebt uns 5 Sterne oder setzt ein Like. Vielen Dank. Dankeschön, Martina. Dankeschön, Till. Dankeschön, Oliver. Dankeschön, ihr beiden. Danke. Ja, danke, Martina. Bitte. Danke.